Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Ich begrüße euch zu Let's Play Blast Corps und, haha, ja, eine weitere schöne Mission steht an, nämlich Echolaria. Ja, eine umständlichere Mission. Was genau zu tun ist, seht ihr jetzt. Also, da ist der Helikopter. Der fliegt so ein bisschen rum, sagt, yo, hier sind rote Gebäude. Oh mein Gott, eine Kollision droht. Damit hätten wir nicht gerechnet. Ihr seht schon, wo der Weg hinführt. Ja, er führt über einen Fluss. Und das wird noch elementar wichtig, weil es geht hier nicht nur darum, Gebäude zu zerstören. Wir müssen uns auch mal, wir müssen sozusagen Brücken bauen für unseren lieben Transporter hier, damit er über den Fluss hier drüber kommt. Ja. Aber wie werden wir die Gebäude los? Welches unfassbare Vehikel wird uns dabei behilflich sein? Wir kennen es noch. Aus dem letzten Part der Elfenbeinküste. Es wird wieder unsere gute alte J-Bomb sein. Ja. Hier gibt es also richtig was zu tun. Eine der umständlicheren Missionen auf jeden Fall. Aber, ja, für die habe ich damals sehr, sehr lange gebraucht, weil ich gar nicht wusste, was ist überhaupt zu tun. Wie kriege ich den Transporter über den Fluss drüber? Und ich muss mal schauen, ob ich mich jetzt überhaupt noch dran erinnere. Ja, ich mach's einfach mal auf gut Glück. Wird schon klappen. So, auf geht's. Erstmal ganz normal Gebäude zerstampfen. Da sollten wir uns nicht so viel Zeit lassen. Erstmal gucken. Das Gebäude hier habe ich aus dem Weg geräumt? Ja, okay. So. Soweit alles klar. Das ist nicht von Bedeutung hier, das Gebäude. Ich mache es trotzdem platt, weil ich es kann. So. Und hier ist jetzt ein Bahnübergang. Den können wir natürlich nicht einfach so zerstampfen, aber es gibt hier was zu tun. Was? Kann doch eigentlich gar nicht sein. Habe ich da hinten doch ein Gebäude übersehen? Ich habe da hinten ein Gebäude übersehen. Warum wurde mir das nicht angezeigt? Ich habe da hinten echt ein Gebäude übersehen. Ich werd bekloppt, dieses kleine Stück! Deswegen habe ich doch extra zurückgescrollt, um zu sehen, ob mir das noch angezeigt wird. Was ist das denn für eine Okay, ihr solltet jedes kleine Stück hier aus dem Weg. Unfassbar! So ein kleines Stück hier. Das ist doch nicht wahr. Ja, also Echolaria ist schon mal nicht gut gelaufen bisher. Ja, kann man jetzt schon festhalten. Das war nix. Aber ich habe ohnehin einen taktischen Fehler gemacht. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir die J-Bomb hier vorne stehen lassen. Ungefähr hier so in dem Bereich. Wir müssen nämlich jetzt erstmal mit unserem Menschi hier lang. Und gehen mal hier durch. Menschi, du machst das. Ja. Er bringt sich in Sicherheit. Der hat nicht vor, hier irgendwas freizuräumen oder so. Nein, er bringt sich einfach in Sicherheit. Er kann's halt. So. Ihr könnt euch vorstellen, was zu tun ist. Und... Oh, 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 wir haben doch nicht so viel Zeit, wie ich dachte. Erstmal das Fahrzeug hier wegräumen. Zack. Und schon haben wir eine wunderbare Brücke für den Transporter gebaut. Und haben wieder ein bisschen mehr Zeit. Aber den Rest sollten wir wieder mit J-Bomb machen. Erstmal schauen, welches Gebäude ist nun von Relevanz. Das hier natürlich nicht. Aber das hier. Das hinten dran dann echt nicht? Das ist so nah dran, nicht dass... Nicht, dass das hier doch noch irgendwie von Bedeutung ist. Das zeigen keine Pfeile drauf. Also, na egal, jetzt ist es weg, jetzt ist es eh weg. So, stampfen! Wie ihr noch nie in eurem Leben gestampft habt. Oh, ich habe sehr wenig Zeit nur noch. Die Pfeile färben sich jetzt schon gelb. Hier gibt es gleich noch was Ordentliches zu tun. Ja, do. Erstmal mit J-Bomb hier durchmarschieren. So, und jetzt muss ich nämlich gucken, wo war das, was wir hier beischaffen müssen. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Hier war es nicht, okay, scheiße. Wo war es dann? Wo mussten wir damit hin? Okay, ich hab's vergessen. Toll. Ganz toll. Ich hab's vergessen.
Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut, dass ich das vergessen habe. Wieso habe ich das vergessen? Oh Gott, das ist nicht gut. So, aufpassen. Nicht panisch werden, noch haben wir Zeit. Hier geht's doch weiter. Was ist denn das? Wieso bin ich denn da hängen geblieben? Okay. Musste ich hier rein, oder? Nee, musste ich nicht. Ich musste hier rein. Hallo? Geht doch. Jetzt hat er endlich diesen Kahn mal betreten. Oh, das ist böse hier. So, das Auto lasse ich jetzt mal... Das Auto lasse ich jetzt mal ganz bewusst noch hier drauf. Oh, der ist schon sehr nahe. Das Auto lasse ich jetzt mal ganz bewusst hier drauf, weil wir schnellstmöglich zu J-Bomb fahren müssen. Ich habe jetzt doch sehr viel Zeit verbraucht. Viel mehr Zeit, als ich eigentlich wollte. Und jetzt wird's nämlich doch nochmal, obwohl eigentlich der Rest ist jetzt nur noch Formsache. Also ihr müsst... ihr müsst euch da schon ein bisschen anstrengen. Ihr dürft euch nicht allzu viel Zeit lassen. Ihr seht schon, die Pfeile hier sind rot. Aber der Rest ist, wie gesagt, nur noch Formsache. So. So, Weg freigelegt. Es kann nichts mehr passieren. Deswegen, damit auch wirklich nichts mehr passiert, gehen wir mal schnell in unseren LKW. So. Carrier-Mission erfüllt. Und das war sehr viel knapper, als ich dachte. Aber gut. So. Und nun, wenn wir schon mal hier sind, jetzt können wir ordentlich Chaos hier anrichten. Ja, jetzt ist das Einebnen von Echolaria dran. Und das macht Spaß. Das macht so einen Spaß. Juhu! Ich mag die J-Bomb einfach. Es ist herrlich. Man kann sie so richtig austoben. Man kann alles platt machen, was einem irgendwie vor die Flinte kommt. Ah, ja. Das entschädigt doch für alles. So. Überlebende befreit. Ich muss nur zusehen, dass ich keine RDUs übersehe hier auf den Straßen. Das passiert sehr leicht. Nicht, dass wir wieder hinter 1-2 RDUs her sind. Erstmal wieder hier durch. So, und schon sind wir hier. Hier neben gab es ja noch Gebäude. So ein Gastank und genau Container und so ein Gebäude hier noch. Zack. Darunter müsste sich, glaube ich, auch ein... Genau, darunter befand sich ein Satellit und wir haben die Gebäude schon alle zerstört. Interessant. Okay. Hier war aber, glaube ich, noch was. Genau. So, das hat von den RDUs her auch noch nicht gereicht. Ist jetzt die Frage, wo haben die letzten gefehlt? Wir gucken mal auf die Statistik. So, Gebäude zerstört, Überlebende logischerweise dann auch befreit und 5 RDUs fehlen noch. Und hier bin ich mir ganz sicher, hier gab es 2 Satelliten. Das heißt, es fehlt auch noch ein Satellit. Und dann haben wir es aber. Dann lief das Ganze hier nämlich dann relativ flott. Wo musste ich denn jetzt nochmal... Ja, genau, hier musste ich lang. Gut. 3, 4... Es war so klar. Es war so klar. Aber hier, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Juhu! Level beendet. Ja! Sehr schön. Wir haben Echolaria schon beendet. Noch nicht ganz. Denn etwas fehlt noch. So, der zweite Satellit hier oben drauf. Sehr gut versteckt. Das Einebnen von Echolaria ging schneller als erwartet. Und wir können schon die nächste Carrier-Mission angehen in diesem Part noch. Gut. Wir als Radfratz-General, wir können das natürlich. Ach ja. Der Rang ist auch schön. Was haben wir denn für 2 Nebenmissionen? Dünensprint und... Micah Park!
Maika macht das Würstchen. Die Eisenmine. Die gute alte Eisenmine. Hier haben wir wieder einen alten Bekannten, mit dem wir das hier freiräumen müssen. Ein alter Bekannter. Mit dem wunderschönen Namen XR7 Prototype. Auch hier haben wir nicht allzu viel Zeit. Also, Leute, müssen wir uns anstrengen. Ihr seht schon, der Transporter ist hier schon sehr, sehr nah. So. Und es hat auch seinen Sinn, dass der hier so nah ist, weil es gibt ja noch ein zweites Vehikel, das ihr euch theoretisch dann zuerst schnappen könntet, um das hier alles freizuräumen. Und diese Zeit wird euch dann halt hier einfach nicht gelassen, dadurch, dass dann der Transporter eben schon so nahe ist. Stattdessen müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr mit eurer Munition hier haushaltet. So. Mal gucken. So. So, zack, zack, zack. Und das wäre erledigt. Dieses Gebäude hier brauchen wir anscheinend nicht. Wir scrollen und sehen, wir brauchen es tatsächlich nicht. Aber wir brauchen dieses Vehikel, was hier noch eingekästelt ist. Und ja, von da an ist das Ganze eigentlich ein ziemliches Kinderspiel. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. So, ganz wichtig, lasst euren XR7 Prototype nicht im Weg stehen. Parkt ihn irgendwo außerhalb. Sonst kann es ziemlich übel enden. Mr. Mör weiß, wovon ich rede. So. Hier müsst ihr auch zwangsläufig mit der Donnerfaust ran. Das ist, glaube ich... Ich weiß gar nicht, ob es mit dem XR7 Prototype überhaupt möglich ist, diese Gebäude hier so einfach zu zerstören. So, aber der Weg ist freigelegt. Das ging ziemlich flott. Ja. Das ging wirklich ziemlich flott. Das ist eigentlich auch eine ziemlich einfache Mission. Auch wenn ihr am Anfang ein bisschen unter Stress seid, weil der Transporter sehr nah ist. Wenn ihr erstmal ein gutes Stück weggeräumt habt, dann ist es kein Problem mehr. Aber nichtsdestotrotz, der Transporter rückt näher und allzu lange sollte ich hier nicht mehr im Weg rumstehen. Ja, da höre ich ihn schon. Das heißt, wir gehen besser mal schnell in den LKW. So, und beenden das hier. Das Trauerspiel. Ah, und noch eine Beförderung zum Abschluss dieses Partes. Gibt es denn was Schöneres? Architektentrauma. Weil ich alles kaputt mache. Ja. Schade, wir sind kein Radfratz-General mehr, aber das soll uns für den Moment egal sein. Wir haben eine Menge erreicht. Ich bin zufrieden damit. Wuga. Bis zum nächsten Mal. Jetzt wird dir alles abverlangt.